Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Mulan. Vorweg muss ich sagen, dass ich das Spiel ein bisschen zusammenschneiden musste, weil das Spiel und der Computer und das Aufnahmeprogramm sich nicht recht mögen alle zusammen. Aber nichtsdestotrotz habe ich es geschafft, das alles durchzuspielen und zeige ich euch jetzt. Ich habe das Spiel damals mit meiner kleinen Schwester zusammengespielt, da kam Mulan gerade raus und ja, ich fand's schön. Wow. Mal sehen, was es mit dem ganzen Rollenquatsch auf sich hat. Genau. Rollen. Wir müssen die Rollen aktivieren, quasi. Vor langer Zeit im alten China lebte ein junges Mädchen namens Fa Mulan. Mulan wollte ihrer Familie Ehre machen und die Heiratsvermittlerin beeindrucken. Aber am Tag ihres Treffens kam sie zu spät. Oh nein, da steht nicht, was im Dorf geschehen ist. Siehst du diese verblassten Wörter? Ein Teil der Geschichte fehlt. Er muss verloren gegangen sein, als... ja, natürlich, als der erste Ahne die Schriftrolle fallen gelassen hat. Wie kriegen wir das wieder hin? Ja, wir müssen den restlichen Text finden. Das heißt, wir müssen uns durch die Geschichte klicken, kleine Minispiele machen. Du bist pünktlich. Du wirst eine perfekte Braut abgeben. Und dadurch die Schriftrollen wieder... Ich muss mich für die Heiratsvermittlerin fertig machen. Ja, ihre Kraft zurückgeben, damit es halt weitergeht. Die Schneiderin. Das ist der Weg zur Schneiderin. Da gehen wir jetzt auch hin. Du weißt, was zu tun ist. Und vergiss nicht, auch Mushu anzuziehen. Ein nackter Drache ist nur ein halber Drache. Ja, jetzt haben wir verschiedene Klamotten zur Auswahl und die können wenn wir du noch mehr dann Sachen halt sehen anziehen. Willst, klick auf die Pfeile. Hey, das sieht bei ihr ziemlich gut aus. Lass doch mal sehen, wie mir die Sachen stehen. Okay. Ja, Mushu ist ein bisschen durchgeknallt. Ja. Schick. Mushu in Mädchenklamotten. Geht gar nicht. Ja, sehr schick. Elvis! Hüte. Tücher. Alte Frauenperücken. Ja, nehmen wir das passende. Ein Fähnchen. Was gibt's noch so? Oh ja, oh ja. Mushu kriegt eine Gitarre, dann ist Elvis perfekt. In Farbe drucken. Okay, wir können was ausdrucken zum Basteln. Mushu braucht natürlich noch Schuhe. Das Dorf. Das Dorf. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich damit einen guten Eindruck mache. Pff. Hallo, das habe ich ausgesucht. Ja, ich bin deine Styling-Beraterin. Du weißt ja, Kleider machen Drachen. Sowieso. Ja. Was gibt's da? Wenn du zur chinesischen Mauer gehen möchtest, klick hier. Wenn du jetzt aufhören möchtest, klick hier. Ja, es ist lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ich habe das damals mit meiner kleinen Schwester gespielt. Ich frage mich, ob der Heiratsvermittlerin das wohl gefällt. Ja, wir fanden es irgendwie cool, weil Mulan war halt gerade im Kino und der Film ist cool und die Musik ist cool und Disney ist cool. Mulan, du musst dich beeilen. Jo. Ich habe deine Sachen rausgelegt. Ich komm schon. Ich habe sie doch eingekleidet. Mulan braucht so viel Glück wie möglich. Ich brauche einen Apfel für Heiterkeit, einen Anhänger für das Gleichgewicht, Jadeperlen für Schönheit und eine Grille für Glück. Bring sie mir, wenn du sie gefunden hast. Oh, da muss ich aber suchen. Danke, du bist sehr großzügig.
Los, bring mir die Glückskette. Okay, welches ist die Kette? Nein, ich brauche die gelbe Jadekette. Ach so, Mann, das andere ist ja sowas von genau. Okay. Ja, genau das habe ich gewollt. Ach, los, bring mir die Glücksgrille. Okay, blau? Nein, nicht die. Ich möchte die braune Grille. Das war die falsche Grille. Versuch's doch mal. Vielen Dank, ehrenwerter Spieler. Ja, bitte. Los, bring mir den Glücksanhänger. Ehrenwerter Spieler, das finde ich gut. So sollte das in jedem Spiel laufen. Der hier nützt mir gar nichts. Ich brauche unbedingt den Anhänger, der rot und schwarz ist. Okay. Gib ihr den Anhänger, den sie möchte. Den teuflischen Anhänger. Wie aufmerksam von dir. Ach ja, so bin ich. Der Nächste. Ja, wer sagt's denn? Du hast alle Glücksbringer zusammen. Juhu. Ich muss zuerst ein Bad nehmen. Ja, ich musste hier schnibbeln. Ja, baden. Ah, das ist ja eiskalt. Vor 10 Minuten war es noch warm. Ah. Ja. Oh, die Schriftrolle. Die will was. Was will sie? Bing. Danach nahm sie ein Bad. Das ist viel Text. Ach, ich hab kapiert. Du hast irgendwie den fehlenden Teil der Geschichte ergänzt. Klick weiter überall herum. Dann hat die Schriftrolle 0,0 ihre Zauberkraft wieder. Jo, machen wir. Okay, Film, Bad. Was kommt danach? Danach kommt die Heiratsvermittlerin. Blub, blub, blub. Okay, das scheint zu klappen. Wir können Mulan nicht ohne ihre Glücksbringer zur Heiratsvermittlerin gehen lassen. Hol sie von Großmutter und gib sie Mulan. Okay. Bitte. Serviere den Tee, Mulan. Ja, Heiratsvermittlerin. Du magst wie eine Braut aussehen, aber du wirst deiner Familie niemals Ehre bringen. Blöde Kuh. Okay, die Geschichte geht weiter. Bing. Aber das Treffen mit der Heiratsvermittlerin war kein Erfolg. Sie sagte zu Mulan, du wirst deiner Familie niemals Ehre bringen. So eine doofe Kuh. Warum ja, übrigens manche Wörter wie zum Beispiel Ehre Kästchen sind, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mulans Haus. Jo, da gehen wir das jetzt wirklich noch hin. Zu Mulans Haus. Die Schriftrolle hat ihre Zauberkraft wieder, also nehmen wir sie mit. Wenn ich eine Schriftrolle wäre, wofür würde ich mich verstecken? Ja, auf dem Baum. Klasse, sie hängt da oben im Baum. Aber wie kriege ich sie da runter? Wir brauchen etwas, womit wir nachher werfen können, damit sie runterfällt. Schwierig, schwierig. Na, ich wusste doch, dass das funktioniert. Hey, nein, nicht! Das ist kein Knochen! Pfui! Aus! Dummes Hundchen. Was ich toll finde in dem Spiel ist, dass die die Originalsprecher benutzt Mulans haben. Vater wurde also bis auf Mushu haben alle die, Originalsprecher aus dem Film. Sie fürchtete um sein Leben und beschloss an seiner Stelle zu gehen. Zuerst schnitt sie ihr Haar ab, um wie ein Mann auszusehen. Sie hätte sich ja auch ein Bart wachsen lassen können. Ja. Auf Befehl des Kaisers muss aus jeder Familie ein Mann als Soldat in der kaiserlichen Armee kämpfen. Meinem Vater geht es nicht gut genug, um Soldat zu werden. Ich muss an seiner Stelle gehen. Ja. Was ist denn das? Ah, hier bewahrt Mulans Vater die Rüstung auf. Um den Schrank zu öffnen, klick auf die Schranktafeln, bis du ein chinesisches Tierkreiszeichen sehen kannst. Viel Glück! Welche Farbe sollen wir nehmen?
Lila. Hier gibt's kein Lila. Rot? Gibt's kein Rot. Ah, gelb. Gut, gelb. Nehmen wir gelb. Tap, tap. Ah, die Rüstung ihres Vaters. Juhu. Gib sie Mulan. Jedenfalls ist das ein Outfit, das man niemals bügeln muss. Ja. Sie zog die Rüstung ihres Vaters. Das ist wieder so ein langer Text. Ah, ein Spiel. Oh nein! Kleiner Bruder versucht zu helfen, aber er packt die falschen Dinge in Mulans Satteltasche. Diese musst du aussortieren und die wirklich wichtigen Dinge einpacken. Ja. Was macht die Puppe hier? Die kriegen wir doch erst später. Hundespielzeug gehört in den Hof. Egal, ist eine andere Puppe. Pack schnell die Satteltasche, solange kleiner Bruder abgelenkt ist. Die Feldflaschen. Das geht nicht, da ist schon zu viel Zeug drin. Warum können die keine größeren Satteltaschen herstellen? Das braucht. Pack schnell die Satteltasche, solange kleiner Bruder abgelenkt ist. Da ist der Hundesabber dran. Das solltest du lieber rausschmeißen. Noch draußen. Okay. Rein da. Oh nein. Hallo Hund. Kann ich den Stock werfen? Hundespielzeug, pack schnell die Satteltasche, solange kleiner Bruder abgelenkt ist. So, jetzt aber. Hundespielzeug gehört in den Hof. Großartig, du hast die Satteltasche für Mulan gepackt? Yeah. War die nicht vorher schon gepackt? Egal. So, jetzt kann's losgehen. Keine Sorge, kleiner Bruder. Ich komme bald wieder zurück. Lass uns in den Tempel gehen und hören, was die Ahnen darüber denken. Wenn sie nicht schon tot wären, das würde sie auf jeden Fall umbringen. Okay. Auf in den Tempel. Der Tempel.